Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist schon wieder Zeit für ein Dankeschön-Video. Und zwar ist es sogar überfällig. In letzter Zeit ist ein Haufen Zeug gekommen. Ein Haufen Zeug. Durchaus nützliches Zeug unter anderem. Also ich freue mich ja über alles. Aber manches besonders nützlich. Bevor ich da jetzt loslege, was auch gekommen ist, und das möchte ich nochmal kurz separat erwähnen und ebenfalls eben bei diesem Video einbauen, weil auch das natürlich quasi ein Geschenk ist. Ich habe auch eine kleine Summe an Geld via PayPal bekommen und die habe ich auch entsprechend sinnvoll eingesetzt und war mit Dame meines Herzens einmal Schnitzel essen. Ne? Also das haben wir auch wirklich, wie gesagt, sehr sinnvoll eben entsprechend verbraten, die Kohle, die da gekommen ist. Also vielen herzlichen Dank dafür, das freut mich wirklich sehr. Auch eine Möglichkeit, mir eine Freude zu machen, dann wird der Kerl nicht so voll. Also so gesehen, vielen Dank. Ne? So, du fühlst dich hoffentlich angesprochen. Ich mache ja wie immer ohne Namen. So, dann jetzt in Verben und Frau E. wie immer in willkürlicher Reihenfolge, wie ich es gerade in die Hand bekomme. Teilweise ist wirklich schon eine ganze Weile her, dass das Zeug angekommen ist. Ich hoffe, ich kriege jetzt alles abgearbeitet und vergesse nichts. Es wird langsam wirklich unübersichtlich. So, also, das ist, glaube ich, in chronologischer Reihenfolge das vorletzte Paket. Hier dieses. Und ja, da ist drin auch diverses Erste-Hilfe-Material. Das ist auch mal schön, muss ich sagen. Erste-Hilfe-Material habe ich bisher noch relativ wenig bekommen. Also auch das wieder ein gewisses Novum. Es gibt ja so ein paar Dinge, die sind Klassiker. Sachen, die ich anzünden kann. Das ist ja wirklich schon ein gewisser Klassiker. Auch kleine Gefäßchen, die ich ja sehr gerne habe, ist auch ein Klassiker. Habe ich inzwischen jetzt auch einige, muss ich sagen. Verbandmaterialien, also so generell Bereich Erste Hilfe, das ist noch recht wenig und da kann ich auch einiges brauchen. Für auf Tour quasi. Und zwar hat sie jetzt hier so elastische Stützbandagen, Haftbandagen, ich weiß jetzt nicht, die sollen, glaube ich, wirklich so zur Gelenkstabilisierung sein. Das ist natürlich was super, super Nützliches. Und die hat es hier drin in verschiedenen Größen, also auch noch in groß. Auch sehr praktisch, gerade für so ein Knie oder sowas. Wenn man damit so einen Kleinkram rumwickelt, dann wickelt man eine ganze Weile. Und gerade Knie wäre bei mir ja auch konkret. Und ich habe noch keine Gruppentour erlebt, längerer Art, wo sowas nicht potenziell mal echt nützlich gewesen wäre. Hatte es nie dabei und deshalb vielen herzlichen Dank. Also es ist auch einfach eine tolle Idee, mal davon abgesehen, dass ich das auch sonst super brauchen kann, aber ich pack mal um in eine andere Kiste. Kisten habe ich ja genug. das ist also wirklich ganz super. Dann Zahnseide kriegt die Evelyn. Ich persönlich kann keine benutzen. Meine Zahnzwischenräume sind so eng, dass ich keinerlei Zahnseide benutzen kann. Geht gar nicht. Aber tippitoppi können wir brauchen. Ansonsten kann man die natürlich auch für diverse Survival-Vorhaben potenziell ganz gut brauchen. Und ich muss mir nochmal einlesen, was man mit Zahnseide alles machen kann. Kann man auf jeden Fall super toll brauchen. Dann sehr schön finde ich, weil da habe ich noch überhaupt keine solche Steri-Stripes, ne? Mit denen man irgendwelche etwas auseinanderklaffenden Wunden einigermaßen zusammen flaschern kann. Wie war das? Nähen ist für Chuck Norris. ich bleibe ja trotzdem der Meinung, dass ich so ein Nähset trotzdem dabei haben möchte, auch wenn das zugegebenerweise wahrscheinlich nicht so, ne? Kann man sich jetzt streiten, aber die kann ich jedenfalls super, super, super brauchen. Und hatte ich auch, wie gesagt, also noch gar nicht. Und das ist toll. Also vielen herzlichen Dank da eben für die Dinger. Tippitoppi. Ganz super, also auch wahrscheinlich mit eines der Highlights in diesem Paket. Das waren jetzt gerade die Steri-Stripes, waren die Highlights. Diese Stützbandagen fand ich auch hervorragend toll und auch ganz super gut, weil habe ich auch überhaupt nicht, ist Sekundenkleber. Ne? Den kann man jetzt einmal
für die krasse, schnelle erste Hilfe ja verwenden. Im Survival-Bereich ist das ja üblich, dass man sowas vorratet, um sich notfalls damit auch eine Wunde zuzukleben. Geht halt schnell, funktioniert wohl ganz gut, ist jetzt nicht besonders nachhaltig und man sollte dann ins Krankenhaus und die werden dann die liebe Freude mit einem haben. Warum haben sie das gemacht? Aber ja, je nachdem, wo man sich befindet, könnte das gegebenenfalls wirklich eine Option sein. Davon abgesehen, Sekundenkleber kann man jetzt wirklich für alles Mögliche brauchen. Unter anderem müsste ich mal an meinem Hut, hier klebte mal ein Kompass, der ist inzwischen abgeflogen und ich wollte mir mal einen neuen, wo liegt er? Eben habe ich noch gesehen, irgendwo hier lag er. Einen neuen Kompass oben an den Hut kleben. Wenn ich ihn finde, klebe ich ihn dran. Weil, ne, der Kompass fehlt. Das sieht so scheiße aus, so ohne Kompass. Ne? Da braucht man unbedingt einen Kompass. Und dann werde ich mir, glaube ich, so ein kleines Fläschchen hier mal zu diesem Zwecke aufdrehen. Das hat letztes Mal nicht so ganz gut gehoben. Da habe ich Standard Uhu genommen. Der einzige Klebstoff, den ich sonst so da habe. Jawohl, dann haben wir hier einen Vaseline-Stift, sehr schön, der ergänzt sich prima mit meiner kleinen Mini-Vaseline-Dose, den würden wir dann auch mit auf Tour nehmen wollen, gegebenenfalls für tatsächlich medizinische Anwendungen. Feuermach-Vaseline habe ich reichlich, da habe ich einen ganzen Topf und nehme die dann immer gerne her, wenn es nur ums Feuermachen geht. Ah ja, so, und den würde ich dann, glaube ich, wirklich als diverse Dinge besser einschmieren, damit es besser, ne? Auch beliebt als Lippe einschmierzeug ist das Zeug ja auch. Nicht ganz zu Unrecht. Wie kriege ich den jetzt wieder runter? Gar nicht. Okay. Doch so. Irgendwie. Ne? Also auf jeden Fall auch sehr praktisch. Immer brauchbar. Also wie gesagt, für mich jetzt persönlich dieses Ding eher Erste-Hilfe-Anwendung, weniger Brandmaterial, ne? Dann haben wir hier so Sesam-Krokantriegel von Alnatura Bio. Oh, was für die Evelyn, die freut sich. Generell soll ich den Inhalt dieser Kiste mit der Evelyn teilen, das mache ich selbstverständlich. Wir haben bald eine Tour vor und dann werden wir, gerade was das Futter angeht, das einfach mitnehmen. Wir brauchen eh viel Material an Essen, das nicht gekocht werden muss. Denn ne, Feuer schwierig, es soll jetzt die nächsten Tage ein bisschen regnen, dann hoffe ich, dass wir die ein oder andere Stelle finden, wo man abseits von allem Brennbaren mit dem Trangia sich doch ein bisschen was Warmes zu essen zubereiten kann, ohne da ein großes Risiko einzugehen, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Sehr cool, diese hier, du hast geschrieben, du fandst die Dose so super, ja, dem schließe ich mich an. Die Dosen sind wirklich toll. Da kann man sich auch mal ein Mini-Survival-Kit mit entsprechend machen. Da denke ich ernsthaft drüber nach. Oh, cool. Da ist sogar so eine Öffnung mit hier mit Loch, wo die dann rauskommen. Sehr cool. Mal probieren. Jetzt muss ich halt mit vollem Mund weiter quatschen. Toll. Also vielen Dank auch für diese kleinen Pfefferminzle. Die sind wirklich gut. Dann haben wir hier Cashew-Krokantriegel, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Cashew-Nüsse sind natürlich lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Noch ein. Dann, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir mal diese ganzen kleinen Tütchen einfach als größere Packung zuzulegen. Ihr kennt es ja vielleicht, dass ich gerne mal mich über Tüten freue. Ah, eine Ziploc-Tüte, die kann man immer brauchen. Und tatsächlich bist du der Erste, der auf die Idee gekommen ist, mir einfach mal einen ganzen Haufen von den Dingern zukommen zu lassen, sodass ich aufhören kann, mich über jede Ziploc-Tüte zu freuen und die 6027 Mal wieder zu verwenden. Ne? Das mache ich wahrscheinlich trotzdem, allein aus Müllvermeidungsgründen. Aber da habe ich jetzt reichlich Vorrat und werde für die nächsten Touren auch sämtlichen Kleinkram dann halt wirklich schön in so kleinen Tütchen verpacken. Haken natürlich, wenn man alles in einzelnen kleinen Tütchen verpackt, dann hat man irgendwann wirklich ein nennenswertes Gewicht an kleinen Plastiktütchen dabei. Wobei, also diese Packung, die wiegt jetzt vielleicht 100 Gramm, 120, 150, 150 maximal. Und das sind 40 Tüten, also in zwei Größen, 150 Milliliter und 380. Da kommen schon ein paar Tüten zusammen, bis man da nennenswerte Gewichte in Anführungszeichen hat. Dann ein Flapjack, die kenne ich auch, die sollte man angeblich immer essen, wenn man in Schottland ist. Hat mir damals beim ersten Mal, als ich in Schottland war, erzählt, dass die angeblich unglaublich wichtig wären und man die unbedingt essen muss, wenn man da gewesen ist.
Oder war es in Schweden? Nee, ich glaube, das war wirklich in Schottland. Und ja, das ist so ein Haferriegel. In diesem Fall mit Mandel, Rosine. Kriegt die Evelyn. Das hier ist ein Wachsmalstift, schön verpackt. Hier kann man was Gelbes durchgucken sehen. Auch als Brandbeschleuniger gedacht, so kleine Späne runterschaben und vergucken, ob man das anzünden kann. Ich werde damit entsprechend viel rumexperimentieren, wenn es endlich mal regnet. Und sicherlich viel Spaß haben. Vielen Dank, vielen Dank. Bindedraht. Hervorragend. Mein Vorrat wird auch langsam etwas geringer. Und da habe ich jetzt nochmal bis in alle Ewigkeit entsprechend Draht. Den kann man natürlich immer brauchen und für alle möglichen Zwecke, das ist klar. Ne? Da muss ich nicht weiter was zu sagen. Meine Lieblingserdnüsse, das ist ja meine Standard-Tour-Nahrung, Erdnuss. Also wenn ich auf Tour gehe, also längere Touren, sowas Skandinavien, Schottland, etc. und so weiter fort, dann habe ich immer diese Erdnusspäckchen dabei. Die machen zwar ein bisschen Müll, aber man kann sich super zu einem Mittagessen, einem Mittagssnack eher, ein so ein Päckchen Erdnüsse reinziehen. Und das Gute ist, wenn man nur ein so ein Päckchen nimmt, dann hat man auch genau 50 Gramm und muss sich selber nicht disziplinieren, um weniger zu essen, wenn man zum Beispiel eine große Tüte hätte. Da muss man sich eine Handvoll nehmen, weiß nicht, ob das jetzt 47 oder 53 Gramm sind. Und ganz ehrlich, mich nervt das. Und dann schleppe ich lieber das kleine bisschen an Müll wieder mit in die Zivilisation, dadurch, dass die einzeln verpackt sind. Und halt super praktisch und super kompakt sind sie ja auch. Ich mag die gerne. Persönliche Spleen, ne? Ist nichts, was man nachmachen müsste. So, jetzt haben wir jede Menge Paddlinge. Und zwar wirklich jede Menge Paddlinge. Und du hast dazu gesehen, dass die hier die Deckel sitzen jeweils nur locker auf, weil die haben hier unten halt diesen ollen Siegelring. Ne? Der rastet ein, wenn man das Ding halt zum ersten Mal richtig zugeschraubt hat. Und dann geht er ab, wenn man es danach nochmal ganz aufschraubt. Machen wir mal vor. Man kennt das ja von den ollen Flaschen. So, es ist zu. Wenn man sie jetzt aufkriegen möchte, dann geht das doch auch ohne, dass der Ring abgeht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Aber jedenfalls habe ich damit jetzt auch reichlich Paddlinge bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Die sind auch in zwei verschiedenen Größen, wie man hier schön sehen kann. Also wirklich ganz, ganz toll. Da kriegt auch Evelyn noch ein paar ab. Die kann die sicher auch für so Kaffeeabfülleritis und so ein Krempel und Öl zum Braten können wir da reinmachen und was weiß ich was alles. Man muss ja nicht jedes Mal die Ölsticks da mitnehmen, die ich immer so gern verwende. Also den zusammengeklippten Strohhalm. Aber liegt hier auch noch irgendwo einer drin, glaube ich. Dann sehen wir das ja gleich. Dann haben wir hier Blueberry Crisp von Cliff Energy Bar. Kriegt auch die Evelyn. Weil Gemüse. Aber das macht ihr überhaupt nichts. Das ist ja super. Für solche Zwecke habe ich sie ja, damit sie sowas futtert. Dafür ist sie da. Mhm. Oh, das gibt sie jetzt mal. Wahrscheinlich guckt sie dieses Video und ich kriege jetzt Ärger. So, dafür fresse ich mir oder weniger alleine hier Kornimilch. Die mag ich nämlich gerne, die kenne ich. Klassik mit dem Plus an Calcium. Ne? Also die mag ich sehr gerne. Da ist auch kein Gemüse drin und dementsprechend was für den Ben. Paddling. Was war das? Ach ja, das waren auch so irgendwelche Anzündmaterialien. Du hast mir ja einen Haufen verschiedene Anzünderle mitgeschickt. Hier die Dinger hier zum Beispiel, die sehen schon sehr professionell aus. Die werde ich dann auch mal irgendwann nochmal ausprobieren. Beim 8000 verschiedene Zunder-Vergleich. Weil ich habe jetzt mittlerweile wirklich allein schon nicht Naturzunder, so ziemlich wirklich alles, was es gibt. Ne? Inklusive die guten Grillanzündewürfelchen, die habe ich früher immer verwendet, als ich noch zu doof war zum richtig Feuer machen. Haben wir nur Feuer angekriegt, wenn wir sowas verwendet haben. Ich mache eine Packung mal auf. Ah ja. Uiuiui. Oh, das ist cool, die sind einzeln verpackt. Auch nicht schlecht. Kann man sich dann mit der Schere entsprechend zurechtschneiden und dann so einen mitnehmen. Bei Schiedwetter zum Feuer machen sicherlich super praktisch. Und davon habe ich jetzt auch bis an mein Lebensende genug, weil tada! Herzlichen Dank, das langt eine Weile.
Und hier sind noch ein paar separierte. Die sind, glaube ich, die gleichen, die du schon zurechtgeschnitten hast, wenn ich das richtig interpretiere. Und der gute Kaffee. Ich hatte ja in Schottland dabei den 3-in-1 Kaffee. Das hier ist der 2-in-1 Kaffee. Und da ich ja keine Ahnung von Kaffee habe, habe ich einfach mal den 3-in-1 Kaffee genommen. So, jetzt hat sich herausgestellt, dass bei den meisten Leuten der 3-in-1 Kaffee nicht so beliebt ist. Und da hatten wir ja eine Gruppe, da habe ich also jetzt repräsentative statistische Werte zu diesem 2-in-1 Kaffee, der nämlich viel beliebter gewesen ist, weil der nicht so süß ist. Und viele Kaffeetrinker trinken ihren Kaffee relativ ungesüßt oder nur sehr wenig gesüßt und dann ist denen der andere 3-in-1 Kaffee schon zu süß, weil der relativ süß ist. So, deswegen, das ist der bessere Kaffee. Evelyn mag den auch lieber, tippitoppi, und der ist sowieso nicht für mich. Ich wollte nur mal kurz erwähnt haben. Dann haben wir hier noch Erdnusskrokant. Oh, das werden wir bald wirklich ganz schnell aufgefuttert haben. Also all diese Riegel und all diesen Kram, das kommt jetzt dann mit auf Tour. Das ist in einer Woche oder was, wollen wir los. Und das hier ist noch ein, ach ja, das sind so Heißkleber-Sticks. Klebstoff, sehr schön, kann ich auch super brauchen. Auch super für diverse Survival-Dosen oder ähnliches geeignet. Da habe ich auch nicht mehr ganz so viele. Von daher ist das ideal. Eine Tüte kann man auch brauchen, kann man wieder verwenden. Und dann haben wir zum Schluss noch ein Hafer-Honig-Crunchy-Riegel-Gedöns. Da wäre ich geneigt, mal einen zu probieren. Die kenne ich nämlich überhaupt nicht. Und das ist jetzt auch wieder was eher für mich. Das kriegt nicht die Evelyn. Also anteilig gibt es auch die Evelyn, natürlich. Aber da mache ich auch den einen oder anderen selber. Oh, sieht toll aus. Oh, das sind zwei. Seht ihr? Zwei Stück. Tippitoppi. Lecker, lecker. Ja, und damit Kiste leer. Der Draht liegt wieder drin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen, vielen Dank. Super Zeug. Kann ich hervorragend brauchen. Insbesondere das Futter, da müssen wir schon gar nicht einkaufen gehen. Also ein bisschen schon noch, aber nicht viel. Die sind lecker. Die sind richtig, richtig lecker. Genau mein Geschmack. Vielen Dank. Jetzt weiß ich auch, dass ich die mag. Kann ich mir dann gegebenenfalls selber mal welche zulegen. Weiß zwar nicht, wo man die herkriegt, aber finde ich schon raus. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Nach einem kleinen Schnitt und ich esse noch auf. Dankeschön. So, nächste Sache. Kam völlig unkommentiert. Jedenfalls habe ich kein Briefing oder ähnliches dazu entdeckt. Was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ungewöhnlich, aber völlig in Ordnung. Hatte ich jetzt bisher erst einmal. Aber gut, jetzt sind es zweimal. Und zwar die Opinel-Klappsäge. Opinel Nummer 18. Ne? Also wenn man bedenkt, wie groß Opinel Nummer 13 ist, sollte man ja meinen, dass Nummer 18 dann... Nichtsdestotrotz heißt das Ding hier Opinel L Nummer 18 und ist halt eben eine Säge. Steht hier irgendwas drauf, was mir weiterhilft? Zum Absägen von Ästen mit einem Durchmesser unter 10 cm. Ach so, okay. Tatsächlich ist ja 10 cm auch schon wirklich ein richtig mächtiger Ast. Normalerweise sollte man sowas, auch wenn man jetzt nicht wirklich der Besitzer des Baumes ist, nirgendwo absägen. Das ist wirklich zu krass. Das sollte man sein lassen. Von daher macht das absolut Sinn. Das Ding ist super schön, hat den üblichen Griff aus dem üblichen Opinellholz, das ist Buche. Wie immer so ein bisschen imprägniert, ne? Also die schmieren das immer so ein klein wenig ein. Weniger deutlich als bei manch einem normalen Opinel, habe ich den Eindruck. Nehmen wir mal, habe ich hier irgendwo eins? Ne, ich habe nur imprägniertes. Also das hier ist eingeölt, also frittiert quasi, ne? Das sieht dann natürlich farblich nochmal anders aus. Also ein Standard-Opinel habe ich jetzt gar keins. Keins griffbereit. Ich habe auch noch kaum eins, das Originalfarbe hat, wie es im Laden zu haben ist. Hat diesen hochinteressanten Verschluss, der so ein bisschen an Bierflaschen erinnert. Ja. Aufgehen tut sie so. Und dann muss man sie, indem man das hier hochmacht, hochmachen, noch ein bisschen aufmachen. Und das ist leider, das macht ja nun überhaupt nichts, ein kleines bisschen fummelig, dass man das hier zubekommt. Aber dann
sorgt dieser kleine Bügel hier vorne an dieser Ecke eben entsprechend dafür, dass die Säge wirklich nicht zugehen kann. Und das ist dann eine sehr sichere Angelegenheit entsprechend. Ja, und das Schöne ist, da bin ich auch drauf entsprechend verewigt. Jetzt ist es scharf, kann man sehen hoffentlich, ne? Hier so irgendwo steht auch Ben. Ne? Toll. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank an Unbekannt. Und das ist deswegen besonders toll, weil ich besitze tatsächlich keine einzige Handsäge. Ich habe so ein ganz alles Ding aus dem Baumarkt. Die habe ich schon zwei, dreimal hergenommen. Die ist langsam stumpf. Jetzt kann man sie dann so langsam auch mal bald wieder wegschmeißen. Nach einer gewissen Anzahl von Ästen, die ich damit rumgesägt habe, weil nennenswert schärfen kann man die nicht. Also das Ding macht allein von der Sägezahnung her einen sehr aggressiven Eindruck. Sägt bestimmt hervorragend und man ist ja von Opinel-Produkten. Oh ja, das ist sauscharf gewöhnt, dass die toll sind. Ne? Also super. Ne? Also das ist vor allen Dingen auch wirklich eine ganz vernünftige Länge. Also nochmal einen ganzen Zacken länger als hier Taschenmesser. Ich habe ja immer im Vergleich zum Sägen letzter Zeit verwendet hier mein normales Taschenmesser Rangerwood Gedönse und das macht halt schon nochmal wirklich richtig was aus mit dem Ding. Da fliegen dann wahrscheinlich im Vergleich wirklich die Späne. Liegt wunderbar in der Hand. Der Griff fühlt sich ganz, ganz toll an. Allein also Holzgriff. Und ich glaube, da werde ich viel Spaß mit haben, wenn ich mal wieder was sägen muss. So oft säge ich ja nichts. Ich bin ja nicht der große Lagerbauer. Und deswegen hatte ich jetzt bisher auch noch gar keine Handsäge im nennenswerten Umfang. Sehr schönes Ding. Wirklich sehr, sehr schönes Ding. Ja, und dann eben nochmal ein kleines Päuschen. Die abschließenden Worte zur Säge. Ich habe es ja eben fast schon gesagt, glaube ich. Aber vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal. Und ich bin da sehr begeistert und werde die sicherlich super gut brauchen können. Und man kann da hinten noch ein Bändel dran machen, was ich nicht tun werde. Aber der Vollständigkeit halber nur schnell zur Ergänzung. Achso, zugehen tut sie, indem man dann hier hinten einfach das Ding da aufmacht. Und dann kann man sie ganz einfach zuklappen und muss gucken, dass das da auch reinkommt. Die ist übrigens sehr scharf angeschliffen auf dem Rücken. Das heißt, man könnte damit auch einen Fire Steel mit Sicherheit anreißen, wenn ich gerade einen Griff bereit hätte. Egal. Es müsste mir jetzt einfach glauben, dass das geht. So, ja, also, Dankeschön. So, und dann war noch ein kleines Päckchen. Klein, aber toll. Nämlich, da kann ich nicht viel zu erzählen, ist aber wahnsinnig nützlich. Tada! Ein kleiner schwarzer Kasten. Das ist schlicht und ergreifend ein Akku für meine Kamera. Das ist mal ein richtig nützliches Geschenk. Und ich habe den schon in Verwendung, seit er da ist. Ich habe ihn quasi ausgepackt, aufgeladen und dann auch gleich in Verwendung gehabt. Das hilft mir sehr, weil es ist immer so, wenn ich mir was Teures kaufe, wie zum Beispiel die Kamera da, ne? Dann habe ich das Gefühl, dass ich danach dringend sparen muss. Und dann werde ich so zum Anti-Konsum bin und konsumiere so gut es geht nix. Vergleichsweise. Langsam flaut die Phase wieder ab. Deswegen habe ich ja jetzt auch diese kleine blöde Armbrust, die da noch nicht mal zu sehen war. Das ist ja wirklich bloß Spielzeug. Aber ich habe sie auch nur deswegen, weil der Sascha, du bist schuld, mich dazu überredet hat. Ja, böser Sascha. Der sitzt dann auf der Schulter wie so ein kleiner Teufel und sagt, kauf Unsinn. Kauf Dinge, die du nicht brauchst, insbesondere Messer, Armbrüste, Äxte und all so ein Schissdreck. ja, so viel dazu. Sascha ist schuld. Akku, ja, nee, also das ist wirklich super. Übrigens, die Akkus, die hier, die Original-Akkus, das ist nämlich ein Original von Canon, yay! Die heben so ungefähr 1,5 Stunden Videoaufnahme. Etwa, kommt so ein bisschen auf die Lichtverhältnisse drauf an, ob ich umrenne oder nicht. Dann hat nämlich der Bildschirmstabilisator mehr zu tun, beziehungsweise weniger zu tun. Auch der Autofokus, wenn er ständig hin und her fokussieren muss, braucht auch extra Strom. Ne? Muss man alles im Hinterkopf behalten. Und aber so grob 1,5 Stunden halten die in etwa Videoaufnahmen und Fotos, etwa 1000. Das ist überhaupt kein Problem. Tolle Sache, wirklich auch notwendig gewesen, einfach weil ich jetzt auch kleinere Touren machen muss, ohne
sehr überlegt, den Auslöser zu drücken, weil ich Angst haben muss, dass wegen jedem Scheiß dann auch gleich der Akku leer ist. Ne? Also das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles und ich werde mir natürlich auch noch mehr Akkus zulegen. Ich glaube, bei der Kamera mit den doch vergleichsweise lange haltenden Akkus ist es sinnvoller, für eine längere Tour viele Akkus mitzuschleppen. Wiegt immer noch weniger, als gleich einen ganzen Solarpower-Panel da mitzunehmen. Und das ist auf jeden Fall wirklich ein Gegenstand. Das kann ich hervorragend gebrauchen und da werden sich, wie gesagt, noch viele andere dazu gesellen. Im Prinzip kann ich da eigentlich unendlich viele von brauchen. Dann kann ich mal eine 14-Tage-Tour machen. Dann nehme ich halt, keine Ahnung, 7 Akkus mit. So einer hält so circa 2 Tage, wenn ich auf Tour bin. Wenn ich so richtig intensiv am Material aufnehmen bin und so weiter und so fort, dann regnet es mal zwischendrin. Also wahrscheinlich würden für 14 Tage auch 6 oder 5 Akkus reichen, aber auf jeden Fall, also das ist wirklich mal ein unglaublich nützliches Geschenk und da habe ich mich wirklich sehr, 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 sehr drüber gefreut. Und wann immer du Bildmaterial von mir zu sehen bekommst, kannst du sicher sein, dass circa die Hälfte davon mit einem Akku entsprechend gepowert worden ist. Also das ist wirklich ganz, ganz was Nützliches und vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Das hilft mir wirklich ganz außerordentlich weiter. Und auch das hilft mir außerordentlich weiter. Ganz, ganz tolles Buch. Und du hast einen Nerv getroffen. Ich versuche ja die ganze Zeit, mich zu motivieren, endlich mal wieder eine Runde rennen zu gehen. Ich bin früher schon ein bisschen regelmäßiger auch mal rennen gegangen, damit man halt ein wenig fit wird. Jetzt werden wir alle nicht jünger. Und langsam komme ich in ein Alter, wo ich das feststelle. Das ist quasi ein ich verstehe es mal als Motivationsaufbruch, also quasi um einen zu motivieren, warum man diesen Scheiß eigentlich auf sich nimmt. Mal Einblick rein, wird im Rahmen des Copyrights wohl noch in Ordnung sein. Also wirklich so mit ganz witzigen Cartoons, sehr witziger Stil, ist in Englisch, das macht aber überhaupt nichts, so viel Englisch kann ich dann auch. Macht Spaß, macht definitiv Spaß. Ja. Ich werde es mir noch ausführlichst zu Gemüte ziehen und oh, hinten drin sind sogar Sticker. Ja, ich will das nicht zu sehr vorzeigen, weil ich da ein bisschen Bammel habe, dass das Copyright-technisch ein bisschen schwierig werden könnte. Oh, diese Szene kommt mir bekannt vor. Moment, wo war's? Hier. Das kenne ich. Ja, lassen wir das. Vielen Dank. Es hilft bestimmt. Es hilft bestimmt. Wenn es jetzt nicht so heiß wäre, dann wäre ich ja schon längst losgerannt. Im Ausreden finden bin ich gut. Nee, aber es wird wirklich mal Zeit. Man wird ja auch nicht schlanker ohne Sport. Ne? Und irgendwann meckert dann Frau. So, lala. Dann habe ich noch Folgendes bekommen. Das ist vor allen Dingen interessant gewesen, weil ich damit eine interessante Adresse entdeckt habe. Es gibt nämlich vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft so diverse Publikationen, die da vorrätig rumliegen haben, die man sich da bestellen kann und die nichts kosten. Und da habe ich unter anderem hier das Entdecke den Waldbüchlein, die kleine Waldfibel bekommen. Er ist erstaunlich gut gemacht und da habe ich jetzt keine Sorgen wegen dem Urheberrecht. Gibt so verschiedenen Dingen im Wald, unter anderem Bäumen, so ein paar mehr oder weniger willkürlich ausgewählte Informationen, die halt wissenswert sind, so nice to know mäßig. Anglizismen, aber diesen einen mag ich gerne, das klingt halt einfach schön, nice to know. Und immer was zur Lerche an sich. Dann gibt es meistens zum Beispiel ein Tier, was die Lerche bewohnt. In diesem Fall ist das hier der Sperber. Und dann noch irgendeine Randinformation, die damit in dem Thema eigentlich nicht so viel zu tun hat, wie zum Beispiel, was sind die Bäume des Jahres. Also das nur mal auf dieser Seite. Also das kann sich jeder, der das haben möchte, bestellen. Die Eberesche. Gut, hier die Zeichnungen sind jetzt begrenzt gut geeignet zur Bestimmung, aber ganz schön und brauche ich ja eh nicht. Ich brauche ja keine Bestimmungshinweise mehr. Das ist jedenfalls nicht bei Bäumen. Oder auch mal Tiere hier. Die Wildkatze.
Schön. Also es ist echt ein schönes kleines Büchlein, so ein paar nette Anekdötchen zum Wald drin. Manches, was ich auch schon erzählt habe, teilweise auch wirklich Dinge, die ich noch nicht erzählt habe, die ich dann inspirierend finde und die ich gegebenenfalls vielleicht mal irgendwo einbauen kann. Also das kann ich wirklich empfehlen. Das macht Spaß, kostet nichts und kann unter www.bundesministerium-ernährung-landwirtschaft.de/publikationen bestellt werden. Also hier ist, stellscharf, jetzt kann man es lesen. Ne? Also da über meinem Zeigefinger, da ist die entsprechende Adresse. Also wer so ein Ding auch haben möchte, die haben auch noch diverse andere interessante Literatur, die man da bestellen kann. Ich habe immer einen ganzen Stapel zusammen bestellt. Die wird dann auch in diversen Videos in der Zukunft noch auftauchen. Ist auch schon alles eine Weile da, muss noch gelesen, katalogisiert, ausgewertet und umgesetzt werden. Projekte habe ich genug. Aber jedenfalls auch das war eine tolle Idee. Vielen herzlichen Dank und eine Kleinigkeit, aber schön. Und ja, wie gesagt, danke. Und dann, außer der Reihe, das ist gerade gestern gekommen, vom, in diesem Fall darf ich es glaube ich sagen, Felix. Hallo Felix. Und das ist was Tolles. Das ist richtig, richtig was Tolles. Ich habe es noch nicht, ich habe mal nur durchgeblättert und so einzelne ausgewählte Sachen gelesen. Das Waldbuch. Ja, okay, da gibt es viele Bücher, die diesen Titel tragen und auf die das mehr oder weniger zutrifft. Das hier ist aber erstens mal mit solchen interessanten, verwaschenen Fotos ausgestattet. Und zweitens ist das Philosophie, Lyrik und sonstige schöne Verse, sage ich jetzt mal, zum Walde. Mit zum Teil durchaus bekannten Autoren, mit zum Teil bisschen was Lustigem, zum Beispiel hier Tacitus. Steht auch drin, das Land bietet zwar im Einzelnen einen verschiedenen Anblick, im Allgemeinen jedoch ist es schaurig durch seine Wälder und hässlich durch seine Sümpfe, reicher an Niederschlägen nach Gallien zu und windiger nach Nordsjung und Pannonien hin. Ja, ganz berühmtes Zitat von Tacitus, der vermutlich nicht mal jemals in Germanien wirklich gewesen ist, aber nichtsdestotrotz sich diesbezüglich mal geäußert hat, wie es bei uns denn ausschaut im Walde. Ne? Und auch viele, also wirklich jede Menge verschiedene, zum Teil auch durchaus originelle Autoren. Und ja, ist von allem so ein bisschen was dabei, mehr oder weniger. Und teilweise sehr, sehr anrührend. Teilweise, wie gesagt, ein bisschen lustig, ein bisschen zum Nachdenken anregend. Um mal kurz spaßeshalber einfach mal ein paar Autoren zu nennen. Die sind hier irgendwo aufgeführt. War relativ weit hinten überhaupt. Um eben den Lesefluss nicht zu stören, gibt es vorne auch kein Inhaltsverzeichnis, sondern das ist hinten. Also wir haben hier Goethe, Heinrich Boll, Gertrud Kolmar, William Shakespeare, eine Szene aus Macbeth, wo der Birnamswald nach Dunsinane kommt. Das ist ja wirklich auch eine unglaublich tolle Szene. Und was ich dazu noch eine kleine Anekdote zu erzählen habe, das hat auch Tolkien natürlich gelesen gehabt und hat die Ents dann daraufhin entwickelt, weil er das bei Shakespeare furchtbar fand, dass sich die Soldaten als Wald verkleidet haben und nicht wirklich der Wald nach Dunsinane marschiert ist. Ne? Und deswegen marschiert beim Tolkien der Fangornwald nach Isengard. Auch in den Filmen einfach großartig umgesetzt, meiner Bescheidenheit. Meinung nach. Ja, also Felix, weil ich sowieso gerade am Bedanken bin, eben auch hier für vielen herzlichen Dank. Du hast mir einen Haufen Text geschrieben, hab's zur Kenntnis genommen. Ich brauche noch einen kleinen Moment, damit ich das auch im entsprechenden Maße zurückschreiben kann. Könnte noch ein paar Tage dauern, aber ich bin dran und ja, vielen herzlichen Dank. Also erstmal, wie gesagt, für den ganzen Text und hierfür und unser Projekt geht dann auch bald weiter. Ne? So. So, gerade gestern gekommen ist hier das Waldbuch mit farbigen Fotografien von der Sabine Wenzel. Jawohl, Inselbücherei Nummer 1451 steht hier entsprechend drauf. Könnt ihr nicht lesen, jetzt könnt ihr es lesen. Das ist was Tolles.
Das ist quasi so ein bisschen ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Gedanken, Texte, Lyrik, Nachdenkliches, sage ich jetzt einfach mal, anspruchsvoll, Philosophisches, das Wort habe ich gesucht, zum Wald. Ne? Also nicht Sachinformation, sondern wirklich was für die Seele, wenn man so möchte. Ne? Ist ein großes Wort, aber passt in diesem Fall. Verschiedene kleine Beiträge, teilweise sehr namhafter Autoren bzw. Dichter und ein bisschen was Lustiges zwischendurch drin, zum Beispiel von Adalbert Stifter ist was drin, den schätze ich sehr. Der hat jede Menge tolle Schilderungen vom Wald in seinen Werken, wirklich ganz großartig. Der Waldsteig, wer mal gar nichts Besseres zu tun hat und mal den Waldsteig von Adalbert Stifter lesen möchte, das lohnt sich. Den finde ich ganz, ganz toll und auch vieles andere mit dem berühmten Urgroßvater, der immer mal wieder in Erscheinung tritt und tolle Sachen. Hermann Hesse ist vertreten, Günter Grass ist vertreten, Günter Eich, William Shakespeare, sehr schön, die Szene aus Macbeth. Oder auch das Scottish Play, weil man Macbeth nicht sagen darf, das bringt Unglück. Insbesondere, wenn das Stück gerade irgendwo aufgeführt wird, dann sterben Leute und so weiter. Jedenfalls ist es die Szene, wo A. sich Macduff und Konsorten startklar machen am Rande des Birnamswalds und sich als Wald quasi tarnen, damit Macbeth nicht sieht, wie stark ihre Truppenstärke ist. Und dann als Birnamswald getarnt zum Castle Dunsinane marschieren. Und vorher wurde Macbeth ja von den drei Hexen prophezeit, dass er keine Angst haben muss, bis der Birnamswald nach Dunsinane marschiert. Und dann wird ihm halt berichtet von einem verschreckten Soldaten, dass der Birnamswald nach Dunsinane marschiert. Und Macbeth beschließt, jetzt entsprechend lang genug gelebt zu haben und rüstet sich zum Kampfe. Ganz, ganz tolle Szene und ich finde das deswegen super, weil damit einhergeht, dass das auch ein gewisser J.R.R. Tolkien gelesen hat. Natürlich Macbeth musste man ja, kannte man ja zur damaligen Zeit und außerdem als Literaturprofessor muss er ja quasi. Ne? Und jedenfalls hatte der so seine Probleme damit. Der hat sich nämlich gedacht, oh Shakespeare, das kannst du doch nicht machen. Da verkleiden die sich als Wald und marschieren nach Dunsinane. Da hätte richtig der Wald nach Dunsinane marschieren müssen. Und deshalb marschiert bei Tolkien der Fangornwald nach Isengard. Tolle Szene. Sowohl im Buch großartig umgesetzt, also selbstverständlich, ne? Herr der Ringe ist ja meine persönliche Bibel. Und im Film auch wahnsinnig gut umgesetzt. Das ist absolut. Ha! Also das finde ich schön, dass das hier zum Beispiel auch drin steht. Szenen mit Shakespeare und dem Wald, also dass der Wald nennenswert bei Shakespeare auftritt, ist ja eher selten. Das geht ja meistens immer nur so um zwischenmenschliche Motive, aber wahrscheinlich wirklich die Ecke, wo der Wald am ehesten noch auftritt und eine Rolle spielt, ist tatsächlich diese Szene aus Macbeth. Von daher eine sehr, sehr, sehr gute Auswahl. Goethe hat noch ein schönes kleines Gedicht drin. Also wirklich eine tolle Auswahl. Gefällt mir sehr, was ich bisher gelesen habe. Ich habe noch nicht alles gelesen. Zum Teil sind es auch, wie gesagt, kleine Kurzgeschichten. Zum Teil sind es eben Gedichte, auch Liedtexte, glaube ich. Ganz was Tolles. Hast du also recht, ne? Das ist wirklich, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, definitiv. Ne? Ich werde mir das Ding stückchenweise zu Gemüte führen. Das ist einfach, ich finde, solche Lyrik ist nichts, was man runterliest und weg ist es, sondern das sollte man schon ein wenig stückchenweise eben entsprechend sich zu Gemüte führen. Deine Mails sind selbstverständlich auch angekommen. Habe ich gelesen, hatte noch keine Zeit auf eine entsprechend ausführliche Erwiderung, aber wir machen auf jeden Fall dann mal in absehbarer Zeit einen Termin, dass wir uns da mal ein wenig umtreiben und das Ganze noch ausführlich besprechen, da unser Projektchen würde ich vorschlagen. Aber das hat man ja schon besprochen. Wie gesagt, ich habe gelesen, ich werde in Kürze eben entsprechend darauf reagieren. Also
Kürze ist natürlich, also in Ben-Zeiträumen. Nee, ich bin dran. Also wird's um die Ohren. Ja, danke, danke. Ich habe gedacht, ich baue das jetzt einfach mal in das Video ein. Wäre wahrscheinlich bei dir wirklich am wenigsten notwendig gewesen, aber wenn es gerade sowieso angekommen ist. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch, ihr erinnert euch vielleicht hier dran, ne? Das ist im Prinzip ein Stück Kienspan mit integriertem Fire-Steel. Also der klebt hier so entsprechend dran. Oh, jetzt können wir auch mal testen, ob die Säge geeignet ist, einen Fire-Steel anzureißen. Oh, ja. Die Säge ist gar sehr geeignet, einen Fire-Steel anzureißen. Ja, im Keller darf man zünden, im Wald nicht. Ein ganz tolles Ding. Das Coole ist, bei meiner inflationären Verwendung vom Fire-Steel ist wahrscheinlich beides etwa gleich schnell aufgebraucht. Also Kienspan und Fire-Steel. Der letztere dürfte noch ein kleines bisschen länger halten. Und offensichtlich hattest du diesen Gedanken ja auch und hast mir hier das Ganze nochmal in groß nochmal zukommen lassen. Also gleiches System, nur mehr Holz verglichen zum Feuerstahl. Also ganz, ganz toll, funktioniert prima. Also die sind wirklich gut, diese Dinger. Richtig, richtig gut. Und da werde ich viel Spaß mit haben, sobald man damit wieder Spaß haben kann. Scheiß Hitze. Trockenheit. Nervt. Ich habe auch deinen Brief bekommen. Du hattest mir auch einen Brief geschrieben. Die Sache mit den Eulen. Ne? Ah, sehr reizvoll. Sehr, 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 sehr reizvoll. Ich bin noch am Überlegen. Und es dauert deswegen so lange mit der Antwort. Ihr seht, Dinge beantworten nicht unbedingt meine Stärke. Also so Geschenkvideos, das geht ja mal relativ fix. Aber ja, die Sache ist die. Termine, Termine, Termine. Das Problem ist ja, das ist so generell einfach ein Problem bei Leuten, die was vorhaben mit mir. Ich würde in 80% der Fälle, dass solche Anfragen kommen, würde ich wirklich gerne. Was jetzt allerdings noch erschwerend dazu kommt bei Sachen, wofür ich in Anführungszeichen verreisen muss, was ich ja trotzdem regelmäßig tue und was alles wunderbar und prima ist, auch gerne mache, ist halt, dass ich eine Fernbeziehung habe inzwischen. So, soll heißen, wenn die Zeit da ist, irgendwie zu verreisen oder eine Tour zu machen oder sonst was, dann nehme ich halt schon gern die Evelyn mit. Zumal die ja auch super gerne Touren macht, das verbindet uns beide ja. Und ja, und wenn man halt Fernbeziehungen hat, dann geht halt die Zeit, die man dann für Touren und so einen Kram hat, gerne mal eben dafür drauf, dass man da Freundin bzw. Freundin mitnimmt, beziehungsweise sie mich mitnimmt. Ne? So rum kann man das natürlich auch betrachten. Und das ist einfach, das macht es einfach schwierig, mal eben spontan bei irgendwem vorbeizuschauen. Ich meine, das ist auch schön und ich mache ihr da jetzt diesbezüglich bitte keinen Vorwurf, dass das jetzt so geklungen haben sollte. Aber ja, das ist so einer der Gründe, weshalb es mir wirklich schwerfällt, in nächster Zeit und in letzter Zeit Termine zu finden, wo ich irgendwo anders hingehen kann, was da noch irgendwas Schönes gibt und so weiter. Also das ist nicht unmöglich, ist aber schwierig und deswegen habe ich so lange jetzt noch auf deinen Brief nicht entsprechend reagiert, weil ich da halt noch am Überlegen bin, ja, kann man das, wenn ja, wann kriege ich das, wo kriege ich das dazwischen geschoben, vielleicht Ende September aus meiner Sicht. Da habe ich insgesamt noch so ein paar Sächlichen, die ich eigentlich alle in Ende September quetschen möchte und dann kann ich das vielleicht als eine große Rundfahrt eben auch von mir aus gesehen im etwas nördlicheren Bereich miteinander kombinieren. Das wäre eigentlich ganz super praktisch und dann hoffe ich, dass da auch nicht mehr ganz so trocken ist, weil bei der aktuellen Trockenheit muss ich eigentlich im Grunde nirgendwo hin, viel machen kann man da eh nicht. Ja, das wäre also der aktuelle Stand der Dinge, damit du da auch auf dem Laufenden bist. Und im Übrigen auch dieser Fire-Steel hier. Juhu! Funktioniert. Ja, toll. Also da freue ich mich sehr. Und jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Die Teekiste hatte ich letztes Mal abgearbeitet. Oh, doch, ich habe was vergessen. Sekunde, ich hole es mal geschwind. Nee, habe ich doch nicht vergessen. Habe ich, glaube ich, in irgendeinem anderen Video schon verwurschtelt gehabt. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Hatte ich das schon? Bedanke mich gemacht oder hast du das nicht? Entschuldigung. Ja, es ist wieder einmal schon bereits etwas später. Dann nochmal herzlichen Dank für alles an alle,
die sich angesprochen fühlen. Und selbstverständlich auch nochmal vielen Dank an alle anderen, die mir schon was haben zukommen lassen. Und auch nochmal vielen Dank an alle anderen, die mir nichts haben zukommen lassen, die dankenswerterweise daran gedacht haben, dass nicht unendlich Stauraum im Keller vorhanden ist. Von daher muss ich nämlich wirklich demnächst anbauen. Macht's gut, vielen herzlichen Dank nochmal und tschüss.